Ja, hallihallo, liebe Gefängnisfreunde, ich bin's, euer Tenchi, und wir spielen heute wieder ein bisschen Prison Architect. Ja, und das Erste, was ich gesehen habe, ich habe ja ein bisschen die Kommentare durchgelesen, da kam auch so ein Kommentar, dass der Generator ziemlich an der Grenze ist, und jetzt habe ich mal reingezoomt, und dieser Generator, der ist schon ganz schön hart an der Grenze, muss man schon irgendwie sagen. Irgendwie geht da was an, was aus, geht was an, aber ja, ist schon hart an der Grenze. Das werden wir uns jetzt natürlich uns noch drum kümmern. Das muss. Was muss, das muss. So. Und dann hieß es, die Stühle der Kantine seien eine Reihe versetzt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil die Tische scheinen ja nicht gerade, ja, gerade zu sein. Ich nehme mal so einen Tisch. So. Ich glaube, das liegt eher daran, hier ist die Tischreihe und dann geht das hier hinein. Tatsächlich. Müsste Platz sein. Ich habe nichts gesagt, ich werde diese Dinger hier abreißen. Da gab es doch, glaube ich, auch mal irgendwas. Einrichtung abmontieren. So, bitte alle mal abmontieren. Ich werde, glaube ich, die Stühle auch komplett wegmachen. Dann werde ich jetzt doch die Bänke reinmachen. Einfach damit das. Ja, damit das schöner aussieht. Das hat dann mehr diesen Flair eines Hochsicherheitsknastes. So, bitte mal alle Stühle weg. Genau. Und hier auch noch gerne den letzten. Das wäre nicht schlecht. Wäre sehr nice. Okay, da sind die letzten, oder? Ja, jetzt geht's. So. Ja, die bringen sie jetzt wahrscheinlich dann erstmal weg. Gut. Dann, hier kann ich euch auch noch eine Bank hinmachen. Wenn ich schon mal hier dabei bin. So. Gut, dann wäre das geschafft. Dann letztens wollte ich ja hier unten eigentlich noch einen Gang reinziehen, hier. Das habe ich aber aus irgendeinem Grund nicht. Doch, habe ich gemacht. Aber die haben es. Ah. Die kommen da, glaube ich, nicht ran. Sehe ich das richtig? Ah, ich habe ja die Tür rausgemacht. Okay, das heißt, ich muss hier mal kurz irgendwo aufbrechen, damit die da rankommen. Ja. Aber so. Dann klappt das bestimmt. Dann kommen die da ran und dann könnt ihr das dann unten schön von mir aus machen. So, was gab es noch für Kommentare? Ich weiß es gerade gar nicht. Im Prinzip ja, die Werkstatt habe ich gemacht. Die läuft hoffentlich auch ganz gut. Ja, wir bräuchten eigentlich nur noch mehr Zellen und alles. Komm, ich mache jetzt diese Bänke hier noch komplett. Warum nicht? Warum nicht, ist die Frage. So. Ja. So, und so. Es ist schon recht spät bei mir, wo ich das jetzt noch aufnehme, damit ich das noch schaffe, heute zu rendern, damit ihr es dann morgen habt. Um 18 Uhr. Und es läuft halt wieder etwas ein bisschen aus den Routern, weil Space Engineers wollte ich jetzt eigentlich zusammen mit meinem Bruder aufnehmen, weil wir da ja angefangen haben. Und irgendwie läuft das so ein bisschen aus dem Router, dass das dann irgendwie nicht ganz so klappt, weil man das gemeinsam aufnehmen muss. Und ja, wenn dann nicht beide mitmachen, dann. Ja, klappt es erstmal eine Weile nicht. Da muss man erst schauen, wann wieder beide Zeit haben. So, aber was mache ich jetzt noch? Das ist die Frage. Wie ich ja in den letzten Parts alle schon gesagt habe, es kommt langsam so dieses Ding auf, dass man nicht mehr genau weiß, was man halt bauen soll, weil ja irgendwie alles ist und es läuft ja auch alles. Also man kann höchstens mehr Gefangene voraus, wobei man sagen muss, wir haben bloß 174 von 265. Was ist denn hier los? Warum haben wir denn so wenig Gefangene? Was ist hier los? 51 Gefangene haben wir. Ich müsste gerne mal gucken, wieder mal. Oh, das sind 8, 16, 32, 40, 48. Wenn ich richtig gezählt habe. Hier ist irgendwas dann mit 50. Also kriegt man jetzt noch ein paar rein, noch ein paar, noch mal 8 Räume. Das sind irgendwas mit 60. Zu 26 Gefangene kommen in die Kategorie Normal und Max. Oh je, 26. Dann könnten wir ein paar zu viele High Security haben, wenn wir Pech haben. Vielleicht sollte ich noch einen High Security Warteraum machen, also so einen Einweisungsraum hier. Ihr wisst schon, eine Holding Cell. Genau, eine Holding Cell. So, wie sieht's denn aus in den ganzen Gefangenen hier? Ja, die schieben sich da natürlich durch, alles ein bisschen eng und so. Aber das schaffen die schon. So, ist gut. Alle. Ja, die meckern rum, weil die keine Sachen haben. Och Mann, ey. Das ist echt nervig, dass ich hier keine Sachen anbieten kann. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll.
Wie kann ich es schaffen, dass von der Wäscherei hier drüben mal ein paar Sachen hier rüberkommen? Hier kommen einfach keine Sachen an. Und die paar, die angekommen sind, die sind jetzt, ich glaube, da drin. Aber der Korb wird wahrscheinlich erst losgeschoben, wenn er voll ist. Aber es kommt einfach nicht mehr. Wahrscheinlich hat das Gefängnis ausgerechnet, okay, wir haben so und so viele Zellen, so und so viele Gefangene, so und so viele Betten. Und dann brauchen wir so und so viele Sachen. So, jetzt liegen hier aber ein Haufen Sachen rum, hier unten. Hier liegen ein Haufen Sachen rum und in den verschwundenen Körben, die hier irgendwo wieder rumgeistern, wo ich keine Ahnung habe, wo die sind, da liegen ja auch noch Sachen drinne. Und ich glaube irgendwie, ja, hier oben sind die alle da, Sachen, überall hier sind die, nur nicht da unten. Nicht da und nicht da. Haben die hier frische Sachen? Na gut, wenigstens haben sie frische Sachen. Aber hey, hier sind ja noch High Security-Leute drinne. Eieiei. Aber das meine ich halt. Hier drüben kommt einfach keine Sachen an. Und das ist schon etwas nervig. Hey, warum? Ach so, da sind die Betten. Ich dachte gerade, es sind keine Betten drin. Gut, hier unten ist verlängert worden. Oder auch nicht. Warum auch immer. Ach ja, hier, weil dieser Baumstumpf noch da ist. Ich hoffe, dass der mal weggemacht wird. Das wäre sehr nice, damit ich jetzt anfangen kann, hier mal meine Räume. Hi, der ist nackig. Der rennt nackig durch die Gegend. So, Autospeichern dauert ein bisschen, weil der große Map. Da, Nackidei. Er will bestimmt duschen gehen oder so. Nackidei, Nackidei. So, sehr schön. Er geht tatsächlich duschen. Er hat sich schon mal unterwegs nackig gemacht. Naja, warum auch nicht? Wobei man bedenken muss, das ist ja noch nicht immer rote Uniform, das ist ja die Standarduniform. Warum haben die keine roten Sachen? Die fehlen ja noch ein bisschen. Naja, ich hoffe, dass das Ding ja mal weggebracht wird irgendwann mal. Wenn nicht, müssen wir echt warten, bis das Ding, ja, decayed. Das ist ja auch nicht gerade besonders schön. Und der rennt ja hinten mit so einem Holzblock rum. Ach, weil jetzt wieder offen ist, rennen jetzt hier draußen wieder die Gärtner rum. Ah. Dein Personal bevorzugt es, in einem Personalraum auszuruhen. Boah, was ist denn hier los? Die ganzen Gärtner. Was sucht denn ihr alle da? Und da habe ich dich vor letzte Mal ausgesperrt. Säubert den Außenbereich. Das sieht ja auch sehr schön aus, aber trotzdem. Macht euch wieder bitte zurück. So. Der hat irgendwas, aber keiner durchsucht ihn. Das fand ich auch immer sehr interessant, dass hier keine Sau hingeht und ihn untersucht. Na gut, ich werde jetzt hier noch ein paar von Sägen und Pressen reinbauen. Mal, wie viele Leute können da drin arbeiten? Es hat keinen Sinn, da so viel Pressen reinzumachen und so viel können dann gar nicht da arbeiten. Wo war's? Wo war's? Arbeitsplätze. Genau. 18 können da arbeiten. Wie viel habe ich drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 12. Hier in Schwurf. Wo sind unsere Dings? Hier. 12, 13, 14, 15, 16. So und so. Dann haben wir jetzt 12, 13, 14, 15, 16. Genau. Gut, raus aus dem Krach, weil es ist schon ziemlich Krach. Und das Ding schleppt keiner weg. Tja. Muss ich warten, aber es wird echt schön mit diesen ganzen Gärtnern hier. Ich hoffe, dass die sich echt. Ah, oh Gott, die laufen überall rum und müssen draußen das Areal sauber machen. Die spinnen doch. Dann kleben wir mal diesen Baumstamm da weg. Das würde uns ein bisschen weiterhelfen als das, was ihr da macht. Ja, gut. Ja, jetzt haben sie hier ein Dings. Wird der Raum überhaupt verwendet? Würde mich echt mal interessieren. Jetzt ist ja Arbeit. Wann kommt denn? Jetzt kommt Freizeit. Wie sieht's denn aus? Sind denn hier auch mal ein paar unterwegs? Weil das scheint mir irgendwie nicht so, dass hier mal ein paar Leute rumlaufen und ein bisschen gucken, was abgeht. Ja, abschrecken, bestrafen wurden vor kurzem verkündet. Ja, so richtig so. Bestrafung muss sein. Ich muss mir in Zukunft mal schauen, ob es noch mal ein paar Mods gibt. Oh, hier ist ja ganz schön dreckig. Ja, zum Glück sind sie gerade dabei, hier sauber zu machen. Das kann hier in den Zellen nicht passieren. Hier hat man aber nur eine Dusche. Dann können die auch Fernsehen gucken, nur keine Kleidung haben die. Schade. Och, bitte macht hier den Baumstamm weg. Das würde mich echt freuen. So, was müssen wir jetzt noch machen? Das ist eine ganz gute Frage. Mehr Zellen. Da müsste ich auch den Blöcke auch Messer aufbauen noch. Mehr Zellen. Mehr Zellen.
Mehr High Security Zellen, mehr normale Zellen, aber wenn ich bedenke, 191 Leute, warum eigentlich? Werden denn zu viele entlassen oder wie? So, als nächstes kommen 8 neue und 3 werden, denn 3 sind Besuch. Wo sind denn die hier? Ein Gefangener werden entlassen. Naja. Entschuldigung, da musste ich mal kurz gehen. Wie gesagt, schon ein bisschen später. Ja, ich habe irgendwie nichts mehr großartig zu tun. Wir können wirklich einfach nur riesengroß alles weiterziehen. Sag mal, warum baut denn das hier keiner weg? Weil wie soll ich das jetzt hier vergrößern, wenn da keiner was wegbaut? Ich würde ja gerne noch diese Supermauern bauen, aber hier zum Beispiel weiß ich ja nicht, ob ich nach hinten noch erweitere. Was echt krass wäre, weil das ein riesiges Gefängnis werden würde, wenn ich das jetzt hier noch erweitern würde, alles. Hier hatte ich ja mal diese Supermauern, aber die würde ich schon gerne richtig hier draußen haben. Aber wenn ich dann irgendwann erweitere, was ist dann? Dann muss ich die Mauer wieder abreißen und die kostet doch scheiße Geld. Wie teuer ist denn die Mauer? Ja, 200. Baut mir unten endlich fertig. Los. Baumstamm weg damit. Das ist schon nervig, dass ich das nicht wegmachen kann. Na gut, jetzt ist Arbeit angesagt. Hier sind die auch fleißig am Arbeiten, das finde ich gut. Putzen tun die auch sehr gut, die High Security Leute. Und ja, mehr kann ich nicht erwarten. Ich könnte zum Beispiel erwarten, dass die hier mal arbeiten mit ihrem Scheiß. Das ist, wenn ich den verkaufe. Das kann ich gar nicht verkaufen. Ich kann es folgen, ja. Das ist toll. Kann ich die auch folgen? Nein. Wow, der ist 66 Jahre, wurde der verurteilt. Für 66 Jahre. Wow. Ja. Das ist etwas, was ein Kommentar auch, was jemand drunter geschrieben hat, dass die Biografien nicht wirklich einen Sinn ergeben manchmal. Also, der Typ sitzt jetzt schon seit 26,3 Jahren, ist er schon im Knast. 26, ja. Aber er ist gerade mal 37 Jahre alt. Das ist so mit 11 Jahren dafür eingebuchtet worden. Beziehungsweise wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hat er hier irgendwie einen Raubüberfall gemacht. Dann kam er mal in den Knast. Dann hat er hier wahrscheinlich einen schweren Raubüberfall begangen. Dann hat er 16 Jahre bekommen. Nee, nee, das ist ja das, was er bekommen hat. Der ist ja aber schon 26 Jahre drin. Dann das und das und das zusammen vielleicht irgendwie und dann davon ein bisschen. Auf jeden Fall hat mir jemand geschrieben, was Meineid sein soll. Das heißt irgendwie, dass das eine Strafe dafür, dass er unter Eid gelogen hat oder so. Da muss ich selbst noch mal ein bisschen googeln. Und dann kann ich das vielleicht nochmal bestätigen oder nicht. Ja, ich quatsche jetzt aber sinnlos über irgendwelche Leute. Ich möchte aber gern was bauen und mich vergrößern. Aber hier passiert einfach nichts. Und Essen sind die auch ziemlich. Ja, die hier kochen sie sehr, sehr gut. Und hier oben? Wow, oben wird ja auch richtig krass gekocht. Da ist ein Koch. Und Boah, der brät sich hier echt zu Tode, der arme Sau. Wollte ich hier nicht eigentlich einen Dingsraum reinmachen? Ein Erholungsraum? Das wollte ich doch eigentlich da reinmachen, wenn ich mich nicht irre. Jetzt habe ich da nämlich irgendwie gar nichts drin. Dann wird das mal Zeit, dass ich das mal schnell mache noch. Hier ein Personalraum sollte ich eigentlich rein. So. Interessant, dass ich das jetzt auch rausbekomme, dass ich das mal machen wollte. So. Da rein muss. Ah, ein schönes Sofa. Noch ein breites Sofa vielleicht. Ein Getränkeautomat. Das ist kein Getränkeautomat. Das ist ein Getränkeautomat. So. Ja, das muss ja reichen. Naja, wollen wir mal nicht so sein. Wie wär's denn noch mit ein paar Fenster? Warum sind die jetzt gedreht? Oh, die zeigen nur die Richtung. Na gut, dann zeigen die halt in die Richtung. Fenster und wie wär's denn noch ein paar Bücherregale? So, ein Bücherregal. Vielleicht noch eine Telefonzelle. So. Und vielleicht wollen die auch mal ab und zu ein bisschen Fernsehen gucken. So. Damit es schöner ist. Also oh, die Putzkolonne ist angerückt. Eieiei. Na, hoffentlich reicht das Essen hier mit diesem einen Koch. Aber da sind jetzt mal ein paar von drüben rübergekommen und hier ein bisschen zu helfen anscheinend. Eier.
Sieht aus wie Spiegeleier. Sehr lecker. Und ich schaue mir die ganze Zeit an, was sie hier machen. Ah, ich will aber was bauen. Nimm diesen scheiß Baumstamm da endlich weg. Ihr Säcke, ne? Muss ich ein bisschen planen halt. Schauen wir mal kurz. Also, wenn ich das jetzt als Gang nehme. Na, ja, hier ist ein Gang. Dann kommt hier eine Mauer rein. Und dann kommen hier wieder Zellen rein. Wie groß sind die Zellen? Die Zellen sind 6 groß. 6. 6. So, das wären die Zellen. Dann kommen hier natürlich nochmal Zellen, die wieder mal 6 groß sind. Also bis dahin. So. Und dann würde theoretisch nochmal ein Gang kommen. So. Und in der ganzen Zeit, na selbstverständlich, hier wird hier so durchgezogen. Denn das ist ja dann ein Gang. Ja, könnte funktionieren. So. Wenn es dann immer fertig ist. Aber ich baue halt immer mehr Zellen, immer mehr Zellen. Jemand hat auch gesagt, ich soll ja mal kleinere Zellen machen. Also von den Dingern hier. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, die Einrichtung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch um einen Tick kleiner machen könnte. Vielleicht, eventuell. Hm. Müssen wir mal schauen. Müssen wir irgendwo mal so eine kleine Probeecke machen. Autosaving. Hm. Autosaving. So. So. Ich schau mal, wo könnte man sowas machen? Ich möchte gerne noch eine Holding Cell, wäre auch nicht schlecht. Meine für High Prisoner vielleicht. Vielleicht auf der Seite. Hm. Das Schwierige ist, ich würde ja eventuell sollte ich mal kurzzeitig die Gänge auch für die Normalsterb, also die normalen Gefangene gemerkt, normalsterblich von den normalen Gefangenen vielleicht mal aufmachen. Für die normalen Leute, dann könnte es vielleicht sein, dass die mir hier mal die Wäsche vielleicht rüberbringen. Das wäre ja eigentlich mal ziemlich cool. Aber da müsste ich ja irgendwie umzwitschen auf normal. Kann ich das denn hinbekommen? Den Gang und den Gang, ja. Naja gut, das da müsste man dann auch machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, gibt es glaube ich ein Problem. Da muss ich gleich mal gucken. Hey, das ist ja gar nicht mehr. Ach, das ist jetzt gar nicht mehr rot, okay. Ja, dann lasse ich es mal kurz so, aber ich mache... Ah nein, was mache ich denn? Ich muss das gemeinsame Bereich machen. So, genau. Oh, 14.000 für die Lizenzplatten. Nicht schlecht. Das Holz wird wahrscheinlich nicht so viel eingebracht haben. Ich mache das mal kurz hier nur für Personal. So. Und dann mache ich tatsächlich hier auch mal so. Dann hoffe ich, dass jetzt vielleicht... die Typen bei der nächsten Arbeitsphase, dass die Typen bei der nächsten Arbeitsphase wirklich mal rüberrennen und dem mal die Wäsche rüberbringen. Dass die wenigstens mal herkommen, hier die ganzen Betten mit Wäsche erstmal beliefern, sodass Wäsche in dem ganzen Trakt ist und dann geht's vielleicht mal weiter. So, und hier, schade, immer noch nicht. Das müsste hoffentlich... Oh, jetzt, wie viel... Nur 3.000 für Holz ist jetzt nicht so die Welt... Es wird halt nicht so regelmäßig die Bäume abgefällt. Vielleicht sollte man da echt noch ein bisschen mehr Platz für noch mehr Bäume bereithalten. So, Planungstool. Das kommt mal weg. So. Das muss man nicht mehr sehen. Sehr schön. Vielleicht sollte ich das noch länger ziehen hier. So, aber langsam füllen sich die Zellen wieder, wo wir immer noch bei 265 sind. Und es kommen einfach nicht mehr Leute. Was ist denn hier los? Moment, das ändern wir mal kurz. Wir machen das hier mal wieder zu. 61, das dürfte erstmal eine Weile wieder reichen. Oh, ich hoffe echt, dass sie das hier bald mal weghacken. Ey, das ist so nervig. Hm. Weil dann könnte ich jetzt nämlich einfach mal sagen, ich baue das jetzt hier. Und zwar, so geht's nicht, aber so geht's. So benötigt Eingang, aber das ist halt, der ist ja jetzt schon da. Dann hoffe ich, dass sie das mal bauen. Ja, ist die Frage, ob ich hier auch gleich noch lang ziehe. Ach komm, das mache ich. Geld haben wir doch hoffentlich noch ein bisschen. Ja, ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen haben wir noch. So, 41.000 haben wir noch, um genau zu sein. Und da haben wir wieder gut was dazu. Aber wir brauchen, das sind halt bloß mehr Zellen. Mehr Zellen, mehr Zellen, mehr Zellen.
Ich glaube, ich werde tatsächlich mal irgendwie eine Sonderfolge reinschieben müssen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für eine Folge ich jetzt bin. Ich glaube, das ist die 47, 48 oder so. Ich würde gerne mal so eine Sonderfolge reinschieben, dass ich wirklich mal ein, mal, oder Folgen, Sonderfolgen oder so, dass wir mal kurz in ein anderes experimentelles Gefängnis überspringen, wo wir wirklich nur eine Holding-Cell haben. Das ist nur eine große Holding-Cell, die halt mit Bett ausgestattet ist, mit allem, was die halt so brauchen, so. Dass sie dann komplett da drinnen hocken können die ganze Zeit. Nur zum Essen müssen sie rauskommen. Das wäre doch gut. Das wäre doch was Schönes. Das würde mir doch gefallen. Was haltet ihr denn davon? Von so einer, ja, Sonderfolgen, weil das wird mit einer Folge nicht getan sein, sondern wirklich mal sowas machen. Ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt mit dem Dings, vielleicht kann mir da jemand helfen. Also, so wie ich das damals gelesen hatte, hatte ich es so verstanden, dass wenn ich jetzt hier auf Verkaufen klicke, warte mal, da steht ja noch was da. Okay, wenn du dein Gefängnis verkaufst, kannst du ein neues Gefängnis bauen. Der Wert des aktuellen Gefängnisses wird dir zur Verfügung gestellt, um es auf der neuen Karte auszugeben. Du wirst das alte Gefängnis zwar weiterspielen können, aber du kannst jedes Gefängnis nur einmal verkaufen. Jeder Profit wird auf dein neues Gefängnis übertragen. Was? Jeder Profit wird auf dein neues Gefängnis übertragen? Was? Das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem weiterspiele und ich mache Profit, bekommt dann das andere Gefängnis das Geld? Verstehe ich gerade nicht genau. Das könnte man mir vielleicht nochmal sagen. Du wirst das alte Gefängnis zwar weiterspielen können, aber du kannst jedes Gefängnis nur einmal verkaufen. Das ist klar. Wenn ich jetzt auf Verkaufen klicke, habe ich die 1,5 Millionen bekomme ich und ich kann ein neues Gefängnis machen. Kein Problem, das habe ich verstanden. Und ich kann das Gefängnis weiterspielen, aber dieser Verkaufen-Knopf, der ist einfach nicht mehr da oder man kann ihn nicht anklicken. Okay. Aber jeder Profit wird auf dein neues Gefängnis übertragen. Okay. So viel dazu. Mal sehen, ob das dann irgendwas bringt. Geht das hier eigentlich hoch? 3117 Stunden, nichts passiert, aber die Stunden gehen doch eigentlich recht schnell um. 3117. So, jetzt kommen neue Gefangene, das sind Normalos. Weil das Gefängnis wird doch gar nicht mehr voller. Also, was bringen mir die 1000 Betten, die ich hier drin habe, wenn da keine Leute reinkommen? Wir werden es sehen, was passiert. Und jetzt sind es 18, ja, noch eins mehr. Aber es ist gar kein Geld dazu gekommen. Wieso ist denn das hier so ein glatter Wert? Wollt ihr mich verarschen? Fein, hier kommt 320 dazu. Wir haben echt einen komplett glatten Wert. Oder geht das gar nicht höher? Wir werden es sehen. 1000, so 1,5 Millionen. Mal gucken, ob das Ding noch höher geht. Vielleicht wird es nicht höher. Aber das habe ich jetzt deswegen geguckt, weil ich halt schauen wollte, ob das funktioniert mit dem. Das kurz verkaufen, neues Gefängnis, was ich halt angekündigt habe zu bauen. Aber ich glaube, das wird so leicht nicht funktionieren. Jetzt wird das ganze Ding nicht gebaut, weil hier. Nein, Moment, der ist endlich weg. Der Rübels, der. Oh, was ist denn das hier? Der Hausmeister schiebt ein Wagen. Wo schiebt der den hin? Ist der irgendwie bekloppt im Kopf? Hallo? Der hat irgendwie geknurrt. Boah, hier, wie das alles überwuchert. Eieiei. Aber wo will denn der damit hin? Es wäre schön, wenn das hier oben sein würde. So, aber wie gesagt, ich wollte ja mit den Sachen schauen. Aber es ist sehr interessant, dass er sich jetzt den Wagen gekrallt hat und jetzt irgendwo darunter fährt. Warum machst du sowas? Hä? Alter, was geht denn mit dir? Bewegt Uniform nach Zelle? What the fuck? Jetzt hat er den da runtergeschoben, damit er die hier oben verteilen kann. Es ist so clever. Es ist so clever. Ob der den jemals wieder hochschieben wird, ich weiß es nicht. Kann ich das Ding verkaufen? Ja, man kann es wegschmeißen. Ja, kluge KI. Geh aus dem Gefängnis raus, um das dann da irgendwo hinzustellen. Jetzt holt der sich bestimmt auch eine Uniform. Ja, natürlich, der holt sich auch eine Uniform. Aber die verteilen wenigstens mal Uniformen. Das ist doch mal was. Ich weiß nicht, ob es an meiner kurzen Änderung liegt oder an was es liegen wird. Aber der hier oben hat auch sowas. Tatsächlich, die Hausmeister bringen wahrscheinlich von hier drüben die Sachen mal rüber. Das ist gut. Ich hoffe nur, dass der den Basket hier, dass er den vollen Kleidungsteil nicht nach unten bringt. Zu dem anderen Idioten.
Das wäre doof. So, machen wir die Tür auf hier, ey. Eine Gabel gefunden. Naja, das klappt ja noch. So, wie sieht's hier aus? Ich mach mal kurz einfach. Vielleicht hängt der... Ah, der ist rausgefahren. Oh Gott, die fahren alle raus. Der fährt auch raus. Und was ist mit dem anderen Typen? Der will auch rausfahren. Ich sehe es schon. Ach so, bestimmt, weil hier irgendwie gebaut wird. Wer weiß, was die jetzt da denken. Ah, ich krieg mal ja die Krise. Naja, verteilt erstmal eure Sachen. Und was fehlt denn hier? Was ist denn hier irgendwie im Weg? Eingang ist ja da. Was ist mit dem Ding hier? Fundament im Bau, okay. Hier scheint auch irgendwie alles da zu sein. Aber irgendwie auch nicht anscheinend. Ach ja. Wie ich sowas liebe. Wir müssen mal schauen. Vielleicht kann ich nicht abreißen, sondern hier vielleicht. Was ist denn jetzt hier kaputt? Also es wird ja auch nicht gesagt, dass ein Eingang fehlt. Es ist einfach nur, baut es nicht zu Ende. Naja, wir werden sehen, was passiert. Also, jetzt finde ich ja schon mal schön, dass die jetzt anfangen, wenigstens mal zu arbeiten, das Zeug zu verteilen. Aber, ja, besonders schön ist es trotzdem noch nicht. Vor allem, das sind orange Uniformen und keine roten. Also, wer weiß. Und er saved. Gut. Habe ich so gut wie gar nichts erreicht. Aber ich hoffe, euch gefällt mal mein Vorschlag, dass wir wirklich mal so ein kleines Fun-Ding nebenbei machen. Wirklich nur mit einer Holding-Cell. Das wird bestimmt lustig. Und am besten eine Holding-Cell und nur Hype-Wissener. Das dürfte echt lustig werden. Also sagt mir mal, was ihr davon haltet. Weil ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Abstand von dem Gefängnis hier. Weil irgendwie... Ja, ich sitze immer vor jeder Folge irgendwie davor und weiß halt noch nicht, was ich genau bauen will. Das hier werde ich mal probieren, dass ich da mal speichere und das ganze Ding nochmal lade oder so. Dann gucken, ob das dann vielleicht gebaut wird oder nicht. Und ja, der schiebt jetzt sein Zeug sonst wohin. Naja. Wenigstens ist der ja fast weg. Fast leer, fast leer. Und ich habe einen schönen Garten. Der ist sehr schön aufgeräumt. Das finde ich gut, ihr Gärtner. Naja. Baut das doch zu Ende, Leute. Naja, gut, dann schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und wir sehen uns dann im nächsten Part. Dann vielleicht, je nachdem, wie die Kommentare ausfallen, dann mal mit diesem kleinen, ja, in Anführungsstrichen Fun-Nebenprojekt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!